Verteidiger Nelte für den Angeklagten Keitel. Die Anklagebehörde hat in ihrem Vortrag sehr häufig den Angeklagten Keitel erwähnt, im Zusammenhang mit Befehlen, Anordnungen und dergleichen. Diese wurden immer zitiert als Keitelbefehle, Keitelerlass. Und darauf hat die Anklagebehörde unter anderem die Einzelanklage gegen den Feldmarschall Keitel gestützt. Es liegt mir daran, durch Ihre Befragung klarzustellen, welches die Stellung des Feldmarschalls Keitels war, welche Befugnisse und welche Verantwortung er als Chef OKW oder in anderer amtlichen Funktionen hatte. Kennen Sie den Erlass vom 4. Februar 1938, durch den das Oberkommando der Wehrmacht OKW geschaffen und Feldmarschall Keitel zum Chef OKW ernannt wurde? Selbstverständlich kenne ich diesen Erlass, denn ich habe an diesem Erlass insofern mitgewirkt, als der Führer das ganze Revirement des 8. Februar und die daraus sich ergebenden Folgen und Neuorganisationen seines Gesamtstabes mit mir besprochen hat. Ist Ihnen das Diagramm, das von der Anklagebehörde hier vorgezeigt wurde, über die Organisation der deutschen Wehrmacht gegenwärtig? Ja, ich erinnere mich, dass hier an der Tafel war. Ich lasse es Ihnen überbringen. Halten Sie die zeichnerische Einordnung des OKW auf dieser Zeichnung für richtig? Nein, sie ist nicht korrekt. An der Spitze oben steht gezeichnet Oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Dann kommt ein Strich unter ihm, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Von dort aus gehen die direkten Unterstellungsstriche zu den drei Oberbefehlshabern Heer, Marine und Luft. Das ist falsch gezeichnet. Das Oberkommando der Wehrmacht und damit auch der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht gehören nicht so eingezeichnet, sondern seitlich herausgestellt. Das heißt, die drei Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile waren unmittelbar und ohne Zwischenstelle direkt dem Führer als obersten Befehlshaber der Wehrmacht unterstellt und in keinerlei, auch nicht im geringsten Unterstellungsverhältnis zum Oberkommando der Wehrmacht oder dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Der Führer organisierte damals im Februar seine Gesamtstabsleitung, wenn ich sie so bezeichnen sollte, um. Denn es bestand in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt die Staatskanzlei. Er machte den damaligen Staatssekretär Meißner an diesem Tage zum Staatsminister und stellte die Staatskanzlei als seine bearbeitende Kanzlei in der Eigenschaft des Staatsoberhauptes fest. Hatte also die Dinge zu bearbeiten, die rein das Staatsoberhaupt betreffen, in Übereinstimmung mit der Protokollabteilung des Auswärtigen Amtes. Als Reichskanzler und Regierungschef hatte er festgelegt, dass sein hierfür arbeitender Apparat die Reichskanzlei ist.
Und der Staatssekretär der Reichskanzlei wurde am gleichen Tage Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. Seine Aufgabe war, Verbindung zu den Ministerien und zum gesamten Regierungsapparat des Reiches in seiner Eigenschaft als Organ des Führers, nicht befehlsgebender Art, sondern durchführender Art der Befehle und Erlasse des Führers. Zum Dritten hatte der Führer als Führer der Partei, als Apparatur die Parteikanzlei, welcher damals der Stellvertreter des Parteiführers, Rudolf Hess, vorstand, der für seine Person eine erhöhte Stellung in dieser Apparatur einnahm. Nach seinem Abgang wurde Bormann nicht mehr Stellvertreter des Parteiführers, sondern Chef, auch wieder Chef, der Parteikanzlei. Es kam als vierte Apparatur die Privatkanzlei des Führers, wieder mit einem Reichsleiter besetzt als Chef dieser Privatkanzlei. Militärisch nun, als sein militärisches Kabinett oder militärischer Stab oder wie man es in früheren Jahrzehnten allgemein nannte, das Maison Militaire, wurde das Oberkommando der Wehrmacht gebildet. Diese Neubildung war notwendig, weil nach Rücktritt Blombergs als Kriegsminister kein neuer Kriegsminister ernannt wurde und der Führer unmittelbar, nachdem er stets als Staatsoberhaupt, oberster Befehlshaber der Wehrmacht schon vorher gewesen war, nun entschlossen war, nicht nur formell diesen Oberbefehl innezuhaben, sondern ihn tatsächlich und de facto aktiv auszuführen. In diesem Augenblick bedurfte er eines Stabsinstrumentes. Das sollte das Oberkommando der Wehrmacht sein. Keitel wurde Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. In Deutschland bedeutet in militärischer Richtung der Ausdruck Chef etwas anderes wie Befehlshaber. Verantwortlich und tatsächlich befehlsgebend berechtigt ist der Befehlshaber bzw. Oberbefehlshaber. Sein Gehilfe in der Stabsführung, Ausarbeitung, Weiterleitung, Verbindunghaltung ist der jeweilige Chef des betreffenden Stabes. So war auch hier der damalige Generaloberst Keitel oder General Keitel Chef des Stabes, des militärischen Stabes des obersten Befehlshabers, genannt Oberkommando der Wehrmacht. In diesem lag einerseits die gesamte Stabsapparatur des obersten Befehlshabers, einmal nach der militärorganisatorischen, militärverwaltungstechnischen Seite und nach der militärführungsmäßigen, sprich strategischen Seite, soweit hier der Führer seine strategischen Befehle zentral bearbeitet wissen wollte. Hierfür war nun speziell noch im Oberkommando als reine generalstabsmäßige strategische Abteilung der Wehrmachtsführungsstab
eingesetzt worden. Wenn ich Sie recht verstehe, ist OKW übersetzt Oberkommando der Wehrmacht. Dieses Wort wird aber offenbar verschiedenartig gebraucht. Einmal als der Stab des Oberkommandos der Wehrmacht, wie ja auch Keitel Chef OKW genannt wird. Und das andere Mal als OKW Dienststelle des Oberkommandierenden der Wehrmacht, also Hitler. Ist das richtig? Das ist an sich richtig, aber nicht klar. Das Oberkommando der Wehrmacht ist die Stabsabteilung des obersten Führers der Wehrmacht. Und so wie ich als Oberbefehlshaber der Luftwaffe meinen Generalstab einerseits und meine Chefadjutantur andererseits hatte, dies bildete global meinen Stab, mit dem ich arbeitete, so war das Oberkommando gleichermaßen für den Führer als obersten Befehlshaber diese Arbeitsapparatur. Der Chef meines Generalstabs durfte ebenfalls an die Oberbefehlshaber der Luftflotten, Kommandierengenerale der Luftkorps oder Divisionen keine direkten Befehle geben. Die Befehle konnten nur lauten im Auftrage des Oberbefehlshabers, unterzeichnet I.A. Das heißt im Auftrag. Befehlsbefugnis hatte der Chef eines Stabes, also auch der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, unmittelbar nur an die Mitglieder seiner Stabsapparatur und der wenigen Verwaltungsorganisationen, die zu diesem Stabe gehörten. Ein Befehl oder Weisung oder Auftrag von Seiten des Oberkommandos der Wehrmacht, zum Beispiel an mich als den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, konnte überhaupt nur denkbar sein in folgender Form. Dass der Brief begann, der Führer hat befohlen. Oder im Auftrage des Führers teile ich mit. Ich darf es einmal ganz drastisch aussprechen. Ich habe seinerzeit dem Generalobersten Keitel gesagt, bindend sind für mich nur Befehle des Führers. Zur Vorlage gelangen an mich persönlich im Original nur Weisungen, unter denen Adolf Hitler steht. Weisungen oder Richtlinien oder Befehle, die beginnen auf Befehl des Führers oder im Auftrage des Führers, gehen an meinen Generalstabschef und werden mir mündlich im Gesamtvortrag in den wichtigsten Punkten übermittelt. Ob dann, und das ist, was ich mich drastisch ausdrücken will, darunter steht im Auftrage des Führers Keitel Generaloberst oder Meyer Stabsgefreiter, ist mir gleichgültig. Wenn aber drunter steht ein direkter Befehl von Ihnen, den Sie mir geben wollen, dann sparen Sie sich Zeit und Papier, weil beides für mich nicht maßgebend ist. Denn ich bin Oberbefehlshaber und unmittelbar und ausschließlich dem Führer unterstellt. Wissen Sie, ob Hitler einerseits und die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile andererseits auf diese von Ihnen eben geschilderte Befehlsverhältnisse achteten oder ob die tatsächliche Handhabung bei den übrigen Wehrmachtteilen vielleicht eine andere war? Ob Sie von meinen
beiden Kollegen in so klarer Weise dem Chef des Oberkommandos auseinandergesetzt worden sind, wie ich das eben sagte, weiß ich nicht. Aber, dass auch die beiden anderen Oberbefehlshaber sich nicht in ihre Befugnisse und Rechte haben hereinreden oder eingreifen lassen, ist selbstverständlich. Gilt dasselbe auch für Himmler als SS-Führer? Die SS hat dem Oberkommando der Wehrmacht niemals unterstanden. Innerhalb der Wehrmacht befand sich seit Kriegsbeginn die Waffen-SS gegliedert in Divisionen und Korps. Dies war eine reine kämpfende Truppe. Sie unterstand taktisch und strategisch den jeweiligen Heeresdienststellen, denen sie unterstellt war, in personeller und ausrüstungsmäßiger Hinsicht Himmler, und dieser hatte mit dem OKW nichts zu tun. Auch hier konnte es nur vorkommen, dass der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht bezüglich der Waffen-SS Ausrüstungs- und Organisationsfragen Befehle oder Weisungen des Führers übermittelte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen bei der Vernehmung des Zeugen Feldmarschall Kesselring durch Herrn Oberrichter Jackson aufgetretenen Irrtum aufklären. Feldmarschall Kesselring sprach von der Waffen-SS als Gardetruppen. Darauf wurde er gefragt, wen hatten sie zu bewachen. Wir fassen den Namen Garde nicht in dem Sinn auf, wie er im Englischen übersetzt wird, gar als Wache oder Posten, sondern hier bedeutet und meinte der Feldmarschall Garde als Elite-Truppe, sowie auch im russischen militärischen Sprachgebrauch es Gardekorps gibt, in der alten kaiserlichen Armee ein Gardekorps gab und in früheren Zeiten auch bei anderen Armeen. Die SS, Waffen-SS, hatte nicht in diesem Sinne, war sie nicht als Bewachungstruppe, sondern als Elitetruppe an Ausrüstung, Menschenmaterial und so weiter, zunächst in den ersten Kriegsjahren anzusehen. Ich bitte Sie, mir über das dienstliche Verhältnis zwischen Adolf Hitler und Feldmarschall Keitel etwas zu sagen. Ich meine, wie Adolf Hitler diese dienstlichen Verhältnisse bei der Schaffung des OKW sich gedacht hat, als er die Dienststelle OKW einrichtete. Ich meine, ich möchte wissen, was sollte Keitel sein und was war er in der Folge seit 1938 in seiner amtlichen Funktion? Ich glaube, dass ich das eben die ganze Zeit ausgeführt habe. Ich wollte Sie zum Beispiel fragen, war er sein Berater? Berater ist ein umstrittener Begriff. Ich kann mich von jemand beraten lassen, ob er glaubt, dass es in den nächsten 3 Stunden regnen würde oder nicht, wenn ich ausreite. Ich kann mich aber auch beraten lassen in ganz entscheidenden und wichtigsten Fragen. Das hängt nun vom Temperament und der Einstellung desjenigen ab, der sich beraten lassen will und derjenige, der zu beraten wünscht. Bei der dynamischen Persönlichkeit des Führers war ungewünschter Rat gar nicht angebracht und man musste schon sehr gut mit ihm stehen beziehungsweise einen sehr großen Einfluss haben, wie ich bitte das richtig zu verstehen,
ich ihn zweifellos für viele, viele Jahre gehabt habe, um auch ungebeten dem Führer mit in größeren Fragen, nicht nur mit Ratschlägen, sondern mit Vorschlägen und eindringlichsten Widersprechungen zu kommen. Andernfalls, wenn man nicht dieses Verhältnis zum Führer hatte, tat er dort die Vorschläge und Beratungen kurz ab, wo er selbst schon seine Entschlüsse erstens gefasst oder wo er den Beratenden nicht zu jenem Einfluss oder zu jener einflussreichen Position hatte kommen lassen. So möchte ich hier sagen, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht war in wichtigen und entscheidenden Dingen keineswegs ein Berater. In den laufenden alltäglichen war er insofern ein Berater, als er vielleicht dann und wann dem Führer vorschlug, an die Befehlshaber noch zusätzlich dies oder jenes zu sagen oder bezüglich des Verkehrsaufmarsches noch auf diesen und jenen Punkt hinzuweisen. So wie ja auch die Beratung durch den Chef eines Generalstabes doch letzten Endes immer noch eine größere und bedeutendere ist, wie die Beratung durch den Chef einer Organisations- oder Stabsbehörde. Es war also so, dass auf dem Gebiet wichtiger strategischer oder taktischer Entschließungen das Schwergewicht bei dem generalstabsmäßigen Berater lag. Bei den Oberbefehlshabern der Generalstabschef, beim Führer in rein strategisch und taktischer Richtung, mehr beim Chef des Führungsstabes. Organisatorische Dinge der laufenden Tagesabwicklung beim Chef des Oberkommandos. Vor allem, da der Führer selbst ja gleichzeitig, wie ich vorhin ausführte, mehrere höchste Ämter hatte, beschränkte und musste er sich in seinen Unterschriften außerordentlich beschränken. Es hat oft Wochen gedauert, bis man die notwendigen Unterschriften vom Führer, besonders in der Zeit des Krieges und seiner unerhörten Beschäftigung, erhalten konnte, sodass das Unterschriftengeschäft im Auftrag an die Stabsbehörden der jeweils zuständigen Kanzleien. Daraus erklärt sich, dass es kaum einen Erlass oder Befehl, den der Führer gegeben hat im Auftrag oder der Führer befiehlt, nicht von Keitel, der außerordentlich fleißig war, unterschrieben worden ist. War es nicht eine undankbare Aufgabe, die Feldmarschall Keitel hatte? Ich meine, undankbar insofern, als er häufig in die Lage kam, zwischen den Stellen, die unter dem obersten Befehlshaber, nämlich Hitler, standen, zu vermitteln, Beschwerden an ihn heranzutragen und nun sich zwischen diesen beiden Stellen zu bemühen, sei es helfend oder hemmend, zu wirken. Das kam auch wieder sehr stark auf die Persönlichkeiten an. Es ist selbstredend, dass, wenn es zum Krach zwischen dem Führer und mir kam oder auch anderen entschlossenen Oberbefehlshabern, der Chef des Oberkommandos von beiden Seiten, möchte ich sagen, getreten wurde.
Er geriet hierbei zwischen die beiden Mühlsteine stärkerer Persönlichkeiten. Der eine beschimpfte ihn, dass er nicht genügend beim Führer vorstellig wurde. Der Führer, wenn er vorstellig wurde, wies ihn zurück und sagte, das würde er selber regeln. Die Aufgabe war sicherlich sehr undankbar und schwer. Und ich erinnere mich, wie einmal der Feldmarschall Keitel zu mir kam und mich gebeten hat, ob ich nicht dafür sorgen könnte, dass er ein Frontkommando bekäme. Er nehme sogar auch als Feldmarschall nur eine Division, wenn er nur fortkäme, denn er esse dort mehr Steine als Brot. Ob dankbar oder undankbar als Aufgabe, erwiderte ich ihm, sei gleichgültig, er müsse dort seine Pflicht tun, wo der Führer befiehlt. Es ist Ihnen bekannt, dass in diesem Zusammenhang dem Feldmarschall Keitel der Vorwurf gemacht wurde, er habe sich, wie man so sagt, nicht durchgesetzt. Dieser Vorwurf ist ihm von einer Reihe von Oberbefehlshabern der Armee und Heeresgruppen gemacht worden. Diese konnten umso leichter den Vorwurf erheben, als sie selber weit vom Schuss, das heißt weit von Adolf Hitler, absaßen und nicht selbst die Dinge vorzutragen hatten. Ich weiß, dass besonders nach zu dem Zusammenbruch eine ganze Reihe von Generalen sich auf den Standpunkt gestellt haben, Keitel wäre ein typischer Ja-Sager gewesen. Hierzu kann ich nur sagen, mich persönlich würde es interessieren, wenn man mir die vorführen wollte, die sich als Nein-Sager heute bezeichnen. Bestand für Feldmarschall Keitel gegenüber Hitler die Möglichkeit, die Enthebung von seiner Dienststellung zu erreichen? Dr. Nelter. The tribunal doesn't think, at least I should like to ask you, what relevance to the charges against Keitel has the gossip on the general staff or any reproaches which may have been made to him by the general staff? What has that got to do with the charges against Keitel? Wenn man dem Angeklagten Keitel gerecht werden will, das heißt, wenn man versuchen will, zu ermitteln, welche Rolle er in diesem furchtbaren Drama gespielt hat, so kann man dies nur, wenn man einmal seine Dienststellung feststellt und damit seine rechtliche Verantwortung, dann aber, wenn man die faktischen Verhältnisse klarstellt. I know that perfectly well, and we've spent three quarters of an hour in hearing the defendant Göring describe what his relationship was and what his function was. What I asked you was, what it had to do with this case, the criticisms or gossip of the general staff about Keitel. As I say, we've spent three quarters of an hour in hearing what the defendant Göring says his function was and what his relationships with the Führer were. And nothing else. Ich habe mit der Organisation des OKW begonnen. Ich habe die Befehlsverhältnisse festzustellen versucht zwischen dem OKW und dem Chef-OKW einerseits und den Wehrmachtteilen andererseits. Und ich habe dann versucht, die
Verantwortlichkeiten klarzustellen, die er als Chef OKW nach dem Willen Hitlers haben sollte und wie er sie ausübte. Dieser Klatsch und Tratsch, von dem Herr Vorsitzende gesprochen haben, ist, glaube ich, nur in den letzten wenigen Minuten Gegenstand der Befragung bzw. der Äußerung des Herrn Zeugen gewesen. It was only my interruption was made because you asked him a question about his being, you asked the defendant a question about his being reproached for something or other by the other members of the general staff. And that seems to me to be totally irrelevant. Die letzte Frage, die ich stellte, war, ob eine Möglichkeit für Feldmarschall Keitel bestand, die Enthebung von seiner Dienststellung zu erreichen. Darf ich annehmen, Herr Vorsitzender, dass diese Frage erheblich ist? You may certainly ask that question as to whether he asked to be relieved of his command. Bitte schön. An sich. As a matter of fact, Dr. Nelter, that question was asked before the question at which I interrupted you, and I've got the answer written down to it, that Keitel asked for the command of even a division. Das war die Frage, die er Herrn Reichsmarschall Göring gestellt hat. Er ist zu ihm gekommen und hat ihn gefragt. Ich frage jetzt, ob Keitel von Hitler die Möglichkeit seiner Dienstenthebung zu erreichen hatte. Die Frage, ob ein General seine Dienstenthebung vom Führer fordern und erreichen konnte, hat in diesem Verfahren generell eine große Rolle gespielt. An sich muss man zwei Phasen unterscheiden, Frieden und Krieg. Im Frieden konnte ein General seinen Abschied ansuchen. War er nicht auf einem prominenten und entscheidend wichtigen Platz und dem Führer sehr gut bekannt, so ging ein solches Abschiedsgesuch ohne weiteres. Befand er sich in einer besonders wichtigen Vertrauensstellung und dem Führer gut bekannt, so hat der Führer in solchen Fällen seine Überredungskunst weitgehend eingeschaltet und mit allen verfügbaren Mitteln appelliert, dass der Betreffende, wenn er es wünschte, der Führer, weiter auf seinem Posten verblieb. Wenn ein General jedoch seinen Abschied vom Führer gefordert hätte, indem er es begründete mit grundsätzlich gegenseitiger Auffassung auf politischem Gebiet, innerpolitischem oder außerpolitischem, dann wäre es zweifelsohne, auch wenn nicht sofort an diesen Tage, zu einer Verabschiedung gekommen, aber gleichzeitig zu einem außerordentlichen Misstrauen seitens des Führers dieser Persönlichkeit gegenüber. Im Kriege war die Sache völlig anders. Der General war wie jeder Soldat verpflichtet, Krieg zu führen, die Befehle zu befolgen. Der Führer hat generell nicht nur für Generale, sondern alle wichtigen Persönlichkeiten des Staatslebens erklärt, er wünsche keinerlei Abschiedsgesuche, er entscheide darüber, ob einer zu gehen habe oder nicht, selbst. Er könne für seine Person auch nicht, wenn es ihm unangenehm jetzt würde, den Abschied nehmen. Und er betrachte das als Fahnenflucht. Wenn ein General trotzdem ein Abschiedsgesuch im Kriege eingereicht hätte,
und es würde ihm dies abgeschlagen, so konnte er natürlich nicht darauf bestehen. Ging er trotzdem, so verfehlte er sich gegen das Gesetz und war von diesem Augenblick der Desertation schuldig. So konnte auch der Feldmarschall Keitel wohl dem Führer sagen, lassen Sie mich in ein anderes Amt gehen, aber der Führer wechselte äußerst ungern die Persönlichkeiten seiner nächsten Umgebung und hätte während des Krieges, das weiß ich aus seinem eigenen Munde, in einen Wechsel gerade des Feldmarschall Keitels, mit dem er sich eingearbeitet hatte, nicht eingewilligt, wenn nicht der Feldmarschall krank oder wirklich dadurch unfähig geworden wäre, die Arbeit weiterzuführen. Waren diese Erwägungen, von denen Sie eben gesprochen haben, auch bei der Dienstentlassung des Feldmarschalls von Brauchitsch maßgebend? Die Dienstentlassung des Feldmarschalls Brauchitsch kenne ich deshalb sehr genau, weil der Führer sie ebenfalls vorher länger mit mir durchgesprochen hatte. Zumal er nicht von Anfang an wusste, ob er selber den Befehl über das Heer unmittelbar nehmen sollte oder ein anderer. Wir sprachen also auch Nachfolgekandidaten durch. Der Führer war sowohl in dem Augenblick mit der Führung des Heeres durch den Oberbefehl des Heeres nicht einverstanden an der Ostfront. Der Oberbefehlshaber war Brauchitsch, Chef des Generalstabs Halder. Ich habe dem Führer vorgeschlagen, zunächst den Chef zu wechseln, weil ich diesen für weitaus unfähiger gehalten habe. Der Führer wollte aber das auch tun, entschloss sich dann nach einer Nacht und sagte mir, der Führer wolle selbst den Oberbefehl übernehmen, um Ordnung wieder in die Ostfront zu bekommen. Und deshalb sei es für ihn wichtiger, den Oberbefehlshaber zu verabschieden, obwohl er meiner Auffassung sei, dass der Chef des Stabes der schwächere Teil wäre. Ich schlug ihm vor, nunmehr beide wegzuschicken. Der Führer ließ Brauchitsch kommen, sprach 2 Stunden mit ihm und bat ihn in klarer Form, das heißt in nicht misszuverstehender Form, zurückzutreten. Es ist also seitens des Führers hier der klare Entschluss gefasst worden, den Oberbefehlshaber des Heeres zu verabschieden, um selbst den Oberbefehl über das Heer unmittelbar zu übernehmen, sodass von diesem Zeitpunkt ab der Führer nicht nur oberster Befehlshaber der Wehrmacht, sondern nunmehr auch de facto und tatsächlicher Oberbefehlshaber des Heeres wurde. Es ist von der Anklage behauptet und unter Beweis gestellt worden, dass Feldmarschall Keitel Mitglied des Reichsverteidigungsrates gewesen sei. Sie haben gestern über diesen Komplex schon gesprochen. Ich kann danach also feststellen, dass Sie ausgesagt haben, dass Feldmarschall Keitel zwar nach dem Reichsverteidigungsgesetz zu den Mitgliedern des Reichsverteidigungsrats gehörte, dass aber dieser Reichsverteidigungsrat niemals konstituiert worden ist. Das müssten Sie wissen, weil Sie Vorsitzender dieses Reichsverteidigungsrates nach dem Gesetz waren. Ist das richtig? Ich habe deutlich gesagt, dass ich niemals einer Sitzung beigewohnt oder eine Sitzung einberufen habe. Was sonst mit diesem Rat geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
You know, do you not, that the tribunal is directed to hold an expeditious trial, and that for that reason they are not going to hear cumulative evidence. The defendant has already told us an answer to the question which you've just put to him. The tribunal therefore do not wish to hear the same answer given again. Ich habe das Protokoll, Herr Präsident, von gestern bis heute Vormittag noch nicht erhalten. Es liegt für den angeklagten Keitel sehr viel daran. You're in court, Dr. Nelta, and you may take it from me that the answer was what you have just said. Die Fragen sind nicht immer so klar und die Antworten, wie es, wenn man das Protokoll liest, vielleicht erscheint. Können Sie mir sagen, ob Feldmarschall Keitel Minister war? Er war nicht Minister, er hatte nur den Rang Gleichstellung eines Ministers. Hatte er das Recht, an Kabinettssitzungen teilzunehmen? Nicht von sich aus, er konnte aber in interessierten Fragen, die sein Arbeitsgebiet betrafen, vom Führer zur Kabinettssitzung hinzugezogen werden. Das war auch festgelegt worden. Feldmarschall Keitel war Mitglied des Ministerrats für die Reichsverteidigung. Wurde er dadurch Minister? Nein, es blieb dasselbe. Er hatte den Rang eines Ministers. An Kabinettssitzungen des Reichskabinetts konnte der Feldmarschall Keitel deshalb nicht teilnehmen, weil er erst hierzu Chefoberkommando 38 berufen wurde und von dieser Zeit ab überhaupt keine Kabinettssitzungen stattfanden. Die Anklagebehörde hat ferner behauptet, es habe ein Dreierkollegium bestanden aus dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, aus dem Generalbevollmächtigten für die Verwaltung und aus dem Chef OKW. Können Sie mir hierüber etwas sagen? Darüber weiß ich nichts. Die Anklagebehörde hat Feldmarschall Keitel vorgeworfen, er sei ein politischer General gewesen. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Die Generale im Dritten Reich hatten überhaupt keine Berechtigung, politisch aufzutreten. Die einzige Ausnahme in dieser Richtung, durch die Eigenart meiner Position, war ich, der gleichzeitig Soldat, General war und auf der anderen Seite ebenso stark in die Politik als Politiker eingeschaltet war. Die andere Generalität wurde deutlich immer vom Führer betont, habe mit Politik nichts zu tun. Der General, der sich am stärksten für Politik immer interessierte, war der verstorbene Feldmarschall von Reichenau. Das war der Grund, warum der Führer ihn trotz seiner persönlichen Sympathien und der starken Einstellung Reichenaus zur NSDAP abgelehnt hat, ihn nach Blomberg, nach Fritschs Weggang zum Oberbefehlshaber des Heeres zu machen, weil er keine politischen Generale wünschte. Es lässt sich aber nicht verkennen, dass in den sogenannten Weisungen mehrfach auch politische Zielsetzungen enthalten waren und dass solche Weisungen oder Befehle auch von Keitel unterschrieben waren. Weisungen waren prinzipiell Führerweisungen, weil sie große Richtlinien enthielten. Die Präambel eines großen Weisungsbefehles war sehr häufig die politische Voraussetzung, damit sich hieraus erklärte, warum der Führer sich zu diesem oder jenem militärischen Vorgehen entschlossen habe. Das hat aber nichts damit zu tun,
dass ein General politisch sei. Die Anklagebehörde hat nun mehrfach erwähnt, dass der Angeklagte Keitel bei Staatsbesuchen, denken Sie an Hacha, oder bei Ministerempfängen zugegen war und hat daraus herzuleiten versucht, er sei politischer General. Wenn der Führer als Staatsoberhaupt fremde Missionen, Staatsoberhäupter oder Regierungschefs empfing, so war es selbstverständlich, dass immer die Chefs seiner wichtigsten Dienststellen als zugegen waren. Der Chef der Staatskanzlei, oft der Reichskanzlei, je nachdem wer kam, und der Chef des Oberkommandos, da in den Besprechungen Fragen auftauchen konnten, wo der Führer irgendwelche militärischen Unterlagen brauchte. Außerdem war es auch eine gewisse Staffage. Wenn bei mir hoher Besuch war, war auch mein militärischer Stab oder die Vertretung des Stabes um mich. Darf ich also sagen, Feldmarschall Keitel war anwesend, aber nicht beteiligt an diesen Besprechungen? Ob beteiligt oder nicht, jedenfalls nicht von Entscheidung. Beim Besuch des Präsidenten Hacha wurde von der Anklagebehörde erwähnt, Feldmarschall Keitel habe auf den Präsidenten Hacha einen Druck ausgeübt, indem er mit dem Bombardement von Prag gedroht hätte. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich das gesagt habe. Das wollte ich nur feststellen. Nun möchte ich Sie zu dem Komplex der Terrorflieger noch befragen. Erinnern Sie sich, dass etwa Mitte Juni 1944, als die Verhandlungen wegen dieser Frage zwischen den verschiedenen Ressorts waren, am Platterhof Sie mit Feldmarschall Keitel auf Hitler warteten und hierbei über diese Frage gesprochen haben? Ich kann nicht sagen, ob das am Platterhof war, aber jedenfalls habe ich mit dem Feldmarschall mehrfach darüber gesprochen. Ja, es ist hierbei wichtig festzustellen, ob der Angeklagte Keitel Sie damals auf diese Frage angesprochen und Ihnen erklärt hat, er sei gegen den Gedanken der von der Partei gewünschten Lynchjustiz. Das hat er mehrfach geäußert. Wir waren uns darin einig. Hat der Angeklagte Keitel damals auch Ihnen gegenüber geäußert, dass er eine offizielle Warnung oder Note, wie in dem bekannten Fall Dieppe, an die alliierten Regierungen für richtiger halte als kriegsgerichtliche Einzelverfahren ohne sichere Beweismöglichkeiten? Über diesen Punkt wurde meines Erachtens auch mehrfach gesprochen. Ich hatte den Standpunkt vertreten, bei den reinen Terrorfliegern, das heißt denen, die sich gegen die Befehle ihrer eigenen Vorgesetzten vergingen, Gerichtsverfahren zu machen. Keitel meinte, das ließe sich schwer auseinanderhalten und durchführen. Zweckmäßiger sei, eine Note zu richten, dass wenn das nicht aufhörte, man Maßnahmen treffen müsste. Diese Auffassung wurde auch von anderer Seite betont, dass es zunächst auf dem Verhandlungswege einzuschreiten wäre. Herr Präsident, ich hatte bei meiner bei meinen Beweisanträgen unter anderem
in Aussicht gestellt, eine mir von Reichsmarschall Göring gegebene Charakteristik des Generalfeldmarschalls Keitel. Gemäß der Vereinbarung mit der Anklagebehörde in der Sitzung vom 25. Februar sollte diese Charakteristik, die als Affidavit vorliegt, in Anwesenheit des Zeugen Reichsmarschall Göring vorgelegt werden dürfen. Ist es mir nunmehr gestattet, diese Ihnen schon im Original vorliegende Charakteristik nunmehr zu verlesen, oder darf ich mich auf Sie als Beweismittel so beziehen, wenn ich sie übergebe? Ist in der Document Book. Ich frage das deshalb, weil ein Teil derjenigen Beschreibungen, die in diesem Affidavit enthalten sind, schon von den Zeugen in dieser Vernehmung zum Ausdruck gebracht wurden. What is the document that you are referring to? I mean, what's the origin of it? Is it a document drawn up by the defendant Göring? Vom Angeklagten Göring unterzeichnetes Affidavit, überschrieben Charakteristik des Generalfeldmarschalls Wilhelm Keitel. Es ist in meinen Beweisanträgen als Affidavit angekündigt. Viel, was hier enthalten ist, hat Herr Reichsmarschall Göring schon gesagt. Dr. Nilter, the witness, the defendant Göring, is giving evidence on oath, and therefore nothing in the shape of an affidavit ought to be put in. If you've got any questions to him which he hasn't already answered about the defendant title, you may put them now. It's inappropriate to put in a written sworn statement when you've got a defendant giving evidence under oath. In der Sitzung vom 25. Februar 1946 ist dies genehmigt worden mit der Begründung, es sei eine Abkürzung des Verfahrens, wenn man ein solches Affidavit verlese und der Zeuge dann sage, das ist richtig. Ich habe eine Abschrift des Auszugs aus dem Sitzungsprotokoll hier. Wenn sich das Gericht dessen nicht mehr entsinnen sollte. May the tribunal please. I should not care to object to this upon the ground that it is written, because I think there are occasions when the writing out of the testimony of a witness might be more expeditious than their examination. I object to it on the ground that it doesn't get us anywhere when you have it in. It starts off, Keitel gives the impression of a military man, an officer of the old school. Well, now that isn't testimony that gets us anywhere. I admit that. He always impressed me that way. His philosophy is dominated in the main by militaristic ideas and traditional concept. Let Keitel give the picture of his mind in reference to these things if we must have it. I think an examination of it will show either that it consists of matter which has already been covered, or consists of matter which never ought to be interrogated about of another witness. And I object to it upon the ground that it has no probative value.
As you are aware, Dr. Nelter, any decision which the tribunal made about documents was expressly made provisionally and with the condition that the decision about the relevancy of the document should be made when the document's produced. If the document had been produced before to the tribunal, they would have been able to look at it. They haven't seen the document. It appears, as Mr. Justice Jackson says, to be not a document which has any evidentiary value at all. And as the defendant is at present giving evidence under oath, the tribunal will not look at the document. Herr Präsident, wenn das Gericht diese Urkunde geprüft und danach festgestellt hat, dass es unerheblich ist, dann bin ich mit der Entscheidung einverstanden. Aber es scheint mir, als ob das Gericht diese Urkunde noch nicht vorher... We're not preventing you from asking any questions which may be relevant of the witness. But we don't desire to read another document from the same person who is giving evidence. Ich verzichte auf die Vorlage dieses Affidavits. Thoma für Rosenberg. Rosenberg war bis zum Jahre 1940 Leiter des außenpolitischen Amtes der NSDAP. Hatte er in dieser Eigenschaft oder sonst persönlich einen Einfluss auf die außenpolitischen Entschlüsse Hitlers? Ich glaube, dass das außenpolitische Amt der Partei nach der Machtergreifung überhaupt vom Führer in außenpolitischen Fragen nicht ein einziges Mal gehört wurde und vorher nur geschaffen war, um gewisse außenpolitische Fragen, die innerhalb der Partei auftauchten, zentral zu bearbeiten. Im Einzelnen bin ich über die Arbeitsmethode des Amtes nicht orientiert. Hinzugezogen zu außenpolitischen Entscheidungen nach der Machtübernahme wurde Rosenberg, soviel ich weiß, bestimmt nicht. Sie wissen deshalb wohl auch keine Einzelheiten, ob Rosenberg in der Norwegen-Frage einen bestimmenden Einfluss auf Hitler hatte. Das weiß ich nicht. Ich habe gestern schon ausgesagt, was ich zur Frage Quisling und auch Rosenberg weiß. Ist Ihnen Rosenberg als preußischen Ministerpräsidenten aufgefallen, weil er eine politische oder polizeiliche Kirchenverfolgung befürwortet hat? Er konnte eine polizeiliche Verfolgung, Kirchenverfolgung nicht befürworten, weil er mit der Polizei nichts zu tun hatte und ich mir von ihm nicht hätte hineinreden lassen. Wissen Sie etwas davon, ob Rosenberg Sie um eine Evakuierung der Juden aus Deutschland, unter anderem auch nach Lublin, ersucht hat? Rosenberg hat mit mir nicht darüber gesprochen. Hat Hitler Ihnen gegenüber seine Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht, dass Rosenberg über den damals abgeschlossenen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion mit keinem Wort protestiert hat? So kann man das nicht ausdrücken, dass Hitler seine Zufriedenheit geäußert hat. Denn wenn Rosenberg protestiert hätte, so hätte Hitler wahrscheinlich seine Unzufriedenheit unmissverständlich zum Ausdruck gebracht.
Er hat aber geäußert, dass auch Herr Rosenberg scheinbar diesen politischen Schritt verstanden habe. Hatte Rosenberg als Minister für die besetzten Ostgebiete einen Einfluss auf den Arbeitseinsatz? Konnte er insbesondere den Arbeitseinsatz der Ostvölker verhindern? Eine gewisse Zusammenarbeit bezüglich des Arbeitseinsatzes muss zwischen dem Amt Sauckel und den Dienststellen Rosenbergs bestanden haben. Aber in dem Sinne, dass Rosenberg hätte die Anwerbung der Ostarbeiter im Gegensatz zum Befehl des Führers verbieten können, davon kann natürlich gar keine Rede sein. Ist Ihnen bekannt, dass Rosenberg beim Führer wiederholt auch für eine kulturelle Förderung der osteuropäischen Völker, besonders in der besetzten Ukraine, vorstellig geworden ist? Ich war einmal dabei, als Rosenberg von der verschiedenartigen Behandlung der besetzten Ostgebiete und der dort wohnenden Völker sprach und ihrer kulturellen Betreuung und soweit ich mich, oder besser gesagt, besonders ich mich erinnere, ging das Gespräch um die Errichtung oder Weiterführung einer Universität in Kiew. Der Führer sagte in seiner Gegenwart, glaube ich, zu. Und als er raus war, sagte er zu mir, der Mann hat auch besondere Sorgen. Es gibt jetzt wichtigere Dinge für uns wie Universitäten in Kiew. Daran erinnere ich mich. Sutter, perhaps we'd better adjourn now for 10 minutes. Dr. Sauter, one moment. I want to speak to Dr. Nelter. I want to speak to Dr. Nelter first. Dr. Nelter, in view of your application, with reference to this document, which is called Characterization of General Field Marshal Wilhelm Keitel, the Tribunal have investigated that matter and have referred to page 4987 of the shorthand notes, which possibly you may have had in mind. But you seem to have failed to notice that this very document, Characteristics of Keitel, was denied in the order of the Tribunal in paragraph 2. Which contained the decision of the tribunal after the argument in court, which is set out on that page of the shorthand notes to which I have referred. And therefore, in the opinion of the tribunal, you had no right to offer that document, which the tribunal had already denied. Herr Präsident, ich habe das ganze Sitzungsprotokoll nicht vor mir. Ich weiß aber, dass die Ablehnung des F.E. Dewitz mit der Begründung erfolgte, dass in den Fällen ein Affidavit nicht vorzulegen sei, wenn der Zeuge gerufen werden könne. Und das sei hier der Fall. Daraufhin hat Sir David Maxwell Fife unter Anführung dieser besonderen Dokumentennummer meines Dokumentenbuches Folgendes gesagt.
Das Gericht wird vielleicht daran erinnern, dass im Fall des Zeugen Dr. Blaha mein Freund Dott die Praxis angewandt hat, den Zeugen zu fragen und so weiter. Und dieses Affidavit gehörte zu den Dokumenten, die das Gericht... Dr. Nolte, I'm quite aware of that, and I have already referred you to the exact page of the transcript, which I have consulted. But defendant's counsel must be perfectly well aware that the tribunal gives no decision, has given no decision in open court upon these applications for witnesses and documents, and that the tribunal made it perfectly clear that they would afterwards consider the applications which had been made. And in each case, a written order, which is perfectly clear, has been issued to the defendant's counsel, setting out the witnesses who are allowed, the witnesses who are denied, the interrogatories that are allowed, and the interrogatories that are denied, the documents that are allowed, and the documents that are denied. And in paragraph 2 of the order, which was made in the case of Keitel, the second document which is denied is the characteristics of Keitel. And therefore, in the opinion of the tribunal, that document should not have been offered. That's all. Ich versuche nur klar zu machen, warum ich zu der Annahme kommen konnte, dass trotz der Ablehnung des Affidavits doch die Vorlage in Gegenwart des Zeugen möglich sei. Dr. Sauder führt die Angeklagten Funk und Schirach. Ich bitte, folgende Fragen stellen zu dürfen. Zunächst für den Angeklagten Funk. Herr Zeuge, der Angeklagte Funk ist im Sommer 31 der Partei beigetreten. Er war damals, wie Sie wissen, Chefredakteur der Berliner Börsenzeitung. Ist Ihnen bekannt, dass er sich aufgrund dieser Tätigkeit einer besonderen Wertschätzung sowohl bei der Presse wie auch bei den Kreisen des deutschen Wirtschaftslebens erfreute? Ich weiß, dass damals Funk und seine Artikel, Wirtschaftsartikel in der Börsenzeitung sehr beachtet wurden und dass er viele Verbindungen zu den Wirtschaftskreisen gehabt hat. Sie haben gehört, Herr Zeuge, dass dem Angeklagten Funk vorgeworfen wird, er habe durch seine Tätigkeit den Machtantritt der Partei stark gefördert. Und würde mich interessieren, von Ihnen zu hören, ob Funk vor dem Machtantritt der Partei überhaupt in der Partei irgendeine Rolle gespielt hat. Oder ob es nicht richtig ist, dass er nach seiner Niederlegung der Chefredaktion der Berliner Börsenzeitung einen sogenannten wirtschaftspolitischen Informationsdienst herausgab, aber nicht nur etwa für Kreise der Partei, sondern für alle Wirtschaftskreise, einschließlich derjenigen der Deutschen Volkspartei, der Demokraten etc. Was wissen Sie darüber, bitte? Ich darf die Bitte aussprechen, mir vielleicht die Fragen präziser vorzulegen. Das ist ja eine ganze Erzählung.
Ich kann deshalb mich aber kurz auf die lange Frage fassen. Vor der Machtergreifung kannte ich nur die Tätigkeit, die vorhin erwähnte, Funks als Redakteur der Börsenzeitung. Und da wurde er mehrfach, wenn ich mit gewissen Wirtschaftskreisen sprach, erwähnt. Ich habe erst nach der Machtergreifung überhaupt gehört, dass Funk vorher schon bei der Partei war und sein Verhältnis dort und seine Tätigkeit muss also nicht von so großer Bedeutung gewesen sein, sonst wäre es mir ja irgendwo aufgefallen. Über seinen Informationsdienst und ob der für Demokraten oder Volksparteiler oder sonst war, weiß ich nichts. Funk ist dann nach der Machtergreifung Pressechef der Reichsregierung geworden. Das ist Ihnen bekannt. Ja. Und in der Folgezeit wurde er dann Staatssekretär im Reichspropagandaministerium. Das ist Ihnen auch bekannt. Ja. Nun würde mich interessieren, was die Tätigkeit als Pressechef der Reichsregierung anlangt. Hatte Funk dabei irgendeinen Einfluss auf die Beschlüsse des Reichskabinettes? Die Ernennung Funks zum Reichspressechef kenne ich genau. Nach der Vereidigung des neuen Kabinetts sollte auch der neue Reichspressechef ernannt werden. Wir waren im Zimmer des Hotels Kaiserhof und der Führer wollte nicht jemand aus der Presseorganisation der unmittelbaren der Partei nehmen, sondern einen, der an sich vorher mit der Presse zu tun hatte, aber als nicht so parteiprominent oder gebunden galt. Ich weiß heute nicht genau, wer den Namen Funk sagte, aber ich weiß, dass er dann sagte, einverstanden, Funk wurde geholt und ich glaube, es war für ihn eine große Überraschung, den Eindruck hatte ich. Der Reichspressechef hatte zur Zeit, als Hindenburg noch Reichspräsident war, zu Lebzeiten des Reichspräsidenten. Ich darf vielleicht zunächst die Frage wiederholen, weil sie verschiedentlich nicht verstanden, nicht durchgegangen ist. Meine Frage ist dahin gegangen, ob der Angeklagte Funk in der Zeit, wo er Pressechef
der Reichsregierung war, also nach der Machtergreifung, irgendeinen Einfluss auf die Beschlüsse des Reichskabinetts hatte. Bitte. Der Reichspressechef hatte keinerlei Einflüsse auf die Beschlüsse des Reichskabinetts, denn er hatte eine andere Aufgabe. Dann wurde Funk Staatssekretär im Propagandaministerium. Und da interessiert es mich, von Ihnen zu hören, ob er während dieser Funktion irgendwie neben Goebbels hinsichtlich der Propagandapolitik oder der Presspolitik in die Erscheinung getreten ist. Beziehungsweise, welche Aufgaben nach Ihrer Kenntnis der Verhältnisse Funk damals im Ministerium hatte. Er wurde Staatssekretär, weil das Propagandaministerium als Hauptbestandteil zunächst ja die Presse übernommen hatte, beziehungsweise die Behandlung der Presseangelegenheiten. Die reine Propagandatätigkeit übte von Anfang an Goebbels als gleichzeitiger Leiter, Propagandaleiter der Partei mit seinen Organen selber aus. Funk wurde in erster Linie genommen, um rein organisatorisch das Ministerium als solches aufzubauen und besonders die wirtschaftlichen Dinge der Presse, also Presseerwerbungen, Pressekäufe, Presseunterstützungen, glaube ich, und diese Dinge, da wurde sein Fachwissen in erster Linie eingesetzt. Als dann Dr. Schacht im November 37 aus seinen Ämtern ausschied, wurde Funk im Jahre 37, November 37, sein Nachfolger als Reichswirtschaftsminister. Die Ernennung hierzu erfolgte bereits im November 37. Das Ministerium bekam er aber erst im Februar 38 übertragen. Können Sie uns sagen, warum das geschah und wer in der Zwischenzeit das Wirtschaftsministerium geleitet hat? Bei der Behandlung des Vierjahresplans führte ich aus, dass nach Abgang von Minister Schacht ich selbst, obwohl Funk bereits designiert war, vom November 37 bis Februar 38, soweit mir erinnerlich, ich selbst das Wirtschaftsministerium leitete, um den Um- und Einbau der außerhalb des Ministeriums angewachsenen Wirtschaftsabteilungen des Vierjahresplans organisch wieder in das Wirtschaftsministerium einzuführen, um mich von diesem Ballast zu befreien und dann mit den Ministerien als solchen die Aufgabe nach meinen Weisungen durchzuführen. Ähnlich, Herr Zeuche, scheint es gewesen zu sein mit dem Amt des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft. Dr. Schacht, wenn ich das noch bemerken darf, war auch aus diesem Amt gleichzeitig mit dem Wirtschaftsministerium ausgeschieden im November 37. Zu seinem Nachfolger als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft wurde nun Funk überhaupt erst im Jahr 38 ernannt. Worauf ist das zurückzuführen? Dass er zum Generalbevollmächtigten erst 38 ernannt wurde, geht daraus hervor, dass er erst 38 tatsächlich das Wirtschaftsministerium übernommen hat.
Nach der alten Regelung war der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft mit dem Reichswirtschaftsministerium identisch. Dies war aber zu diesem Zeitpunkt, wie schon vorher, noch in der letzten Ägide des Ministers Schacht, rein papiermäßig gesehen. Denn ich führte aus, von dem Augenblick, als ich den Vierjahresplan aktiv übernahm und ausbaute, war ich ja de facto der eigentliche Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft. Und ich habe auch vorgeschlagen, diesen abzuschaffen, und wie das häufig ist, bleiben oft Dinge aus rein prestigemäßigen Gründen stehen, die innerlich keinen Wert mehr haben. Der Beauftragte des Vierjahresplans war der alleinige Generalbevollmächtigte für die gesamte deutsche Wirtschaft. Da es nicht zwei geben konnte, stand der übrige nur auf dem Papier. Die Konsequenz erzeuge, wenn ich die ziehen darf, und das bitte ich mir zu beantworten, wird also wohl die gewesen sein, dass Dr. Funk sowohl in seiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, wie auch in seiner Eigenschaft als Reichsbankpräsident durchaus Ihren Weisungen als Vierjahresplan unterstand. Ist das richtig? Selbstverständlich hat er nach den Generalvollmachten, die mir gegeben waren, meinen wirtschaftlichen Weisungen auf dem Gebiet des Wirtschaftsministeriums und der Reichsbank zu befolgen gehabt. Das war ja ein Grund dafür, dass der Wechsel eintrat, weil ich mit Herrn Schacht das nicht so konnte und Herr Funk mir gegenüber von Anfang an auf diesem Gebiet eine klare Einstellung hatte. Die Anweisungen oder die Wirtschaftspolitik, die der Reichswirtschaftsminister Funk und der Reichsbankpräsident Funk ausführten, treffen voll und ganz verantwortlich ausschließlich mich. Herr Zeuche, Sie erinnern sich vielleicht an einen Geburtstagsbrief, den der Angeklagte Funk etwa eine Woche vor Beginn des Polenfeldzuges, ich glaube am 25. August, an Hitler geschrieben und indem er sich für irgendetwas bedankt hat. Und in diesem Brief hat Funk zum Ausdruck gebracht, dass er gewisse Maßnahmen vorbereitet und durchgeführt habe, die im Falle eines Krieges auf dem Gebiete der zivilen Wirtschaft und der Finanzierung notwendig sein würden. An den Brief werden Sie sich erinnern, er ist ja verlesen worden schon. Ja. Erinnern Sie sich nun, wann Sie mit diesen speziellen Aufgaben den Angeklagten Funk beauftragt haben. Der Brief stammt also, wenn ich das nochmal bemerken darf, ich glaube vom 25. August 1939. Und wann haben Sie diese Aufträge und Weisungen dem Angeklagten Funk gegeben? Genauso wie die militärische Mobilmachung. Oder besser gesagt, Mobilmachungsvorbereitung stets laufende sein müssen und fortgesetzt sich der politischen Lage, ob sie gespannt oder entspannt ist oder geändert hat, anzupassen haben, so ist das auch nach meinen gestrigen Schlussausführungen mit der Wirtschaft der Fall. Ich habe also auch auf diesem Gebiet durchaus Mobilmachungsvorbereitungen befohlen und es war die Pflicht sowohl des Reichsbankpräsidenten auf dem Devisen- und finanziellen Sektor
wie das Reichswirtschaftsministerium auf seinem wirtschaftlichen Sektor all jene Vorbereitungen zu treffen, die mich in die Lage versetzten, bei Ausbruch eines Krieges auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet die für das deutsche Volk höchstmöglichste Sicherheit zu besitzen. Zu welchem Zeitpunkt genau, kann ich nicht sagen, weil dies eine generelle Grundanweisung ist, die jederzeit bestand. Herr Zeucher, welche Befugnisse zur Erteilung von Weisungen und dergleichen hatte Funk für die Führung der Wirtschaft in den besetzten Gebieten? Im Einzelnen kann ich das hier, oder besser gesagt, kann ich mich heute nicht genau erinnern. Die Generalweisung bekam er von mir. Wie weit er aufgrund nun dieser Generalanweisungen im besetzten Gebiet, auf seinem Teilgebiet, aus diesen Generalanweisungen ressortmäßige Anweisungen und an wen gegeben hat, kann ich nicht speziell umreißen. Sie fußten jedoch immer auf meiner persönlichen Verantwortung. Ist es richtig, dass der Vierjahresplan in den besetzten Gebieten seine eigenen Bevollmächtigten und Organe hatten, die ihre, also das Zeichen, Weisungen durchzuführen hatten, unter Ausschluss des angeklagten Funk? In einem Teil des besetzten Gebietes ist das so gewesen. In anderen habe ich mich der dort vorhandenen Stellen bedient. Und wenn ich es für notwendig hielt, habe ich auch dem Wirtschaftsministerium Weisungen gegeben, bezüglich besetzter Gebiete dies oder jenes zu veranlassen. Es wurde dann während des Krieges das Rüstungsministerium geschaffen. Ich glaube im Frühjahr 40. Ist es nun richtig, dass auf dieses Ministerium im Lauf des Krieges in immer stärkerem Maße die gesamten Zuständigkeitsgebiete des Reichswirtschaftsministers, zum Schluss auch die ganze zivile Produktion, übergegangen sind, sodass schließlich das Wirtschaftsministerium überhaupt nur mehr ein reines Handelsministerium blieb? Auf meinen Vortrag und nachdrücklichsten Vortrag berief der Führer ein Munitionsministerium ins Leben unter dem damaligen Minister Todt. Dieses reine Munitionsministerium wurde im Lauf der weiteren Ereignisse zum Rüstungsministerium unter Minister Speer. Allmählich wurde mehr und mehr Aufgabengebiete dorthin übertragen. Da die Rüstung im Vordergrund aller Wirtschaft stand und die gesamte übrige Wirtschaft ausschließlich in Zusammenhang mit diesen vordringlichen Aufgaben gebracht werden musste, gingen eine Reihe von Aufgabengebieten des Wirtschaftsministeriums an das Rüstungsministerium über. Besonders die gesamte Produktion. Es ist richtig, dass zum Schluss das Wirtschaftsministerium im großen Ganzen ausgehöhlt war und nur mehr ganz untergeordnete Abteilungen behielt. Dann hätte ich noch eine letzte Frage hinsichtlich des angeklagten Funk. Und zwar eine Frage,
im Zusammenhang mit der Angelegenheit der zentralen Planung. Also im Zusammenhang mit der Frage der ausländischen Arbeiter. Da würde mich interessieren, wissen Sie, Herr Zeuche, dass Funk zu den Sitzungen der zentralen Planung erstmals Ende November 1943 zugezogen wurde? Vorher nie. Ist Ihnen das bekannt? Ich kenne die Einrichtung der zentralen Planung. In die Internas habe ich mich nicht eingemischt. Ich kann nicht genau sagen, wann Funk zugezogen wurde. Mit den Anwerbungen ausländischer Arbeiter hat er jedenfalls nichts zu tun. Dann hätte ich noch ein paar kurze Fragen, wenn das Gericht, Herr Präsident, es gestattet, für den Angeklagten von Schirach. Herr Zeuche, wissen Sie etwas darüber, ob die sogenannte Fliecher-HJ, also eine Unterabteilung der HJ, jemals im Motorflug ausgebildet wurde? Die Flieger-Hitler-Jugend betrieb ausschließlich den Segelflugsport. Sobald sie ihn abgeschlossen hatte, wurden die Betreffenden in das nationalsozialistische Fliegerkorps, früher Reichsluftsportverband, übernommen und dort im Motorenflug weiter ausgebildet. Dann eine weitere Frage. Haben zwischen Ihnen und dem Angeklagten Schirach, insbesondere solange er Reichsjugendführer war, Besprechungen stattgefunden, die sich mit der Frage einer militärischen Ausbildung oder einer vormilitärischen Ausbildung der Jugend im Fliegen beschäftigt hätten? Haben solche Besprechungen mit Ihnen stattgefunden oder nicht? Ob wir mal darüber gesprochen haben, gelegentlich weiß ich nicht. Offizielle Besprechungen brauchten nicht stattfinden, weil die Lage völlig klar war. Hitler, Fliegerjugend, Segelflug. Sobald sie Motorflug und die ersten fliegerisch-militärischen Vorausbildungen bekommen haben, wurden sie in das Fliegerkorps eingereiht. Herr Zeuche, erinnern Sie sich, wir haben an der Wand einmal ein Schema gesehen über die Zusammensetzung des Reichskabinettes. Und auf diesem Schema war an der unteren Seite unter der Bezeichnung sonstige Teilnehmer an Kabinettssitzungen auch aufgeführt der Angeklagte Schirach neben Bohle, Hobitz, Dietrich und Gericke. Aus diesem Grund möchte ich nun an Sie die Frage richten. War Schirach jemals Mitglied des Reichskabinettes? Oder welche Funktionen oder Rechte hat er in dieser Beziehung? Das Reichskabinett als solches bestand ausschließlich aus den Reichsministern. Wir unterschieden zweierlei Art von Sitzungen: Kabinettssitzungen und Ministerratssitzungen.
Bei den Kabinettssitzungen waren anwesend normalerweise die Minister und deren Staatssekretäre. Es konnten im Einzelfall, wenn der Gegenstand besprochen werden sollte, aus dem betreffenden Ressortministerium noch Ministerialdirektoren oder höhere Beamte zu kurzem Vortrag zugezogen werden. Es gab dann sogenannte oberste Reichsstellen, eine solche war auch die Reichsjugendführung. Wenn also eine Frage der Reichsjugendführung gesetzgeberisch im Gesamtkabinett hätte durchberaten werden sollen, so konnte einerseits Schirach als Reichsjugendführer, wenn er davon unterrichtet war, die Bitte stellen, zu dieser Sitzung zugezogen zu werden, aufgrund dieser Anordnung, beziehungsweise konnte der Chef der Reichskanzlei ihn zu dieser Sitzung befehlen, aufgrund der gleichen vorhin von Ihnen angezogenen Entscheidung. An den normalen, laufenden Kabinettssitzungen nahmen diese Vertreter niemals teil. Soweit ich, und ich glaube fast ausschließlich an sämtlichen Sitzungen teilgenommen zu haben, weiß, hat Schirach niemals teilgenommen. Im Gegensatz hierzu standen die Ministerratssitzungen, in denen ausschließlich und allein nur Reichsminister anwesend sein durften, ohne jeden Anhang. Ich komme dann auf die Zeit nach dem Sturz Mussolinis. Wie bitte? Nach dem Sturz Mussolinis. Als Badoglio die Regierungsgewalt in Italien übernommen hat. Erinnern Sie sich, Herr Zeuche, dass damals der Angeklagte von Schirach Ihnen ein Telegramm mit gewissen Vorschlägen geschickt hat? Ja. Bitte. Was wollte er damit? Was hat er vorgeschlagen und was wollte er erreichen? Er schlug vor, dass ich dem Führer sagen sollte, er möge einen Wechsel im Außenamt sofort vornehmen, und zwar anstelle Herrn von Ribbentrops, Herrn von Papen berufen. Und dann eine letzte Frage für den Angeklagten Schirach. Erinnern Sie sich, Herr Zeuche, an einen anderen Brief, den der Angeklagte Schirach, und zwar meines Wissens im Frühjahr 43, geschrieben hat? Es war das ein Brief, der veranlasst war durch ein Schreiben Bormanns. Und damit Sie wissen, welchen Brief ich meine, darf ich Ihnen vielleicht kurz den Zusammenhang erklären. Bormann hat damals, und zwar pro forma an sämtliche Gauleiter, ein Schreiben hinausgehen lassen, wonach die Gauleiter berichten sollten, ob sie irgendwelche Bindungen zum Ausland hätten. Schirach war damals sich darüber klar, dass dieser Brief nur für ihn bestimmt war. Denn die anderen Gauleiter hatten keine verwandtschaftlichen Bindungen an das Ausland. Und Schirach hat nun einen Brief geschrieben, den Sie, soviel ich weiß, auch gelesen und auf den hin Sie auch zugunsten Schirachs eingegriffen haben sollen. Das bitte ich uns zu sagen.
was das für ein Brief war, welche Gefahr dem Schirach drohte und was Sie oder andere Leute getan haben, um diese Gefahr abzuwenden. Ich muss richtig stellen. Ich kenne den Vorgang sehr genau. Dieser Brief Bormanns war nicht an die Gauleiter gerichtet, ob sie selber Auslandsbeziehungen hätten, sondern Bormann richtete auf Befehl des Führers einen Brief an alle Gauleiter. Und das war kein Scheinbrief, um nur auf den Gauleiter von Schirach Bezug zu nehmen, sondern galt tatsächlich für alle. Sie sollten in Ihrem Befehlsbereich Ihrer politischen Leiter überprüfen, ob irgendeiner Ihrer Mitarbeiter oder politischen Leiter, die Ihnen unterstellt waren, verwandtschaftliche Bindungen und Beziehungen zum Ausland, besonders dem feindlichen Ausland, habe, sodass hieraus die Betreffenden unter Umständen in Gewissenskonflikte kommen konnten oder ihre Zuverlässigkeit in Zweifel gezogen werden musste. Das war eine allgemeine Anordnung des Führers, die auch für das Offizierkorps galt. Also nicht richtig speziell für den Fall Schirach. Ich war im Hauptquartier, als dieser Brief Schirachs eintraf und Bormann diesen Brief dem Führer übergab. Schirach antwortete, bevor er bezüglich seiner Untergebenen oder Mitarbeiter in dieser Richtung irgendetwas unternehmen könne, müsse er eine Klarstellung des Führers bezüglich seiner eigenen Person hervorrufen. Und schilderte nun in dem Brief kurz seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika durch seine Mutter. Und schrieb auch in diesem Brief, dass er zu seinen Verwandten dort ein sehr gutes Verhältnis habe. Und ob er unter diesen Bedingungen und unter dieser Einstellung noch für den Führer als Gauleiter tragbar sei. Der Führer war zu dieser Zeit schon seit Monaten nicht gut von Schirach zu sprechen und hatte wiederholt seine Abberufung als Gauleiter von Wien in Erwägung gezogen. Er sagte bei dieser Gelegenheit, und dadurch kam ich in Besitz des Briefes, er reichte mir den Brief rüber und sagte, Schirach scheint sich hier für die Zukunft salvieren zu wollen. Ich habe ein unbestimmtes Misstrauen. Daraufhin habe ich sehr klar und eindeutig in Gegenwart Bormanns dem Führer gesagt, dass dies völlig unberechtigt sei und ich seine Einstellung Schirach gegenüber nicht verstände und Schirach hier doch das einzig Mögliche und Anständige getan habe, bevor er irgendeinen seiner Mitarbeiter oder Untergebenen aus derartigen Gründen entlassen würde, dass er für sich selbst, wo seine Beziehungen ja bekannt waren, eine absolute Klarstellung erforderte und etwas anderes bezwecke in meinen Augen dieser Brief nicht. Es soll dann aber, Herr Teuche, im Anschluss an diesen Brief von einer anderen Seite noch ein recht eigenartiger Vorschlag über das weitere Vorgehen gegen Schirach gemacht worden sein. Es ist Ihnen da nichts bekannt, dass Bormann und Himmler gegen Schirach waren und
aufgrund dieses Briefes, oder besser gesagt, diesen Brief eine ganz andere Auslegung geben wollten und den Führer zu veranlassen, Schirach abzuberufen und auszuschalten, wie weit der Antrag Himmler hier ging, ob auch eine Sicherverwahrung in Frage kam, weiß ich nicht mehr genau, aber das hörte ich später von anderer Seite. Ja. Ich habe sonst keine weitere Frage. Danke, Sir. Danke. Flottenrichter Kranzbühler für den Angeklagten Großadmiral Reeder. Dönitz. Herr Reichsmarschall, wann haben Sie Admiral Dönitz kennengelernt? Ich habe zum ersten Mal Großadmiral Dönitz in seiner Eigenschaft als Admiral und Befehlshaber der U-Boote im Laufe des Krieges, soweit ich mich erinnere, war es 1940, kennengelernt bei einer Besprechung in meinem Sonderzug, ich glaube, es war in Frankreich. Handelt es sich um militärische oder um politische Fragen? Es handelte sich um rein militärische Fragen, und zwar, wie weit die Luftwaffe jetzt und für die Zukunft die Aufklärungsmöglichkeiten für die U-Boote in den Atlantik geben könnte. Und der damalige Admiral Dönitz beklagte sich darüber, dass die Aufklärung nicht lückenlos und zu schwach wäre, und bat mich dringend, dieselbe zu verstärken und, soweit ich mich noch genau erinnere, bis mindestens zum 30. Grad vorzutreiben. Haben Sie vor der Ernennung des Admirals Dönitz zum Oberbefehlshaber im Jahre 1943 weitere Konferenzen mit ihm gehabt? Nein. Haben Sie als Oberbefehlshaber der Luftwaffe sogenannte Seenotflugzeuge eingesetzt zur Rettung von abgeschossenen Fliegern im Kanal? Es waren mehrere Staffeln Seenotflugzeuge im Kanal eingesetzt, und zwar zur Rettung von Fliegern, die im Kanal abgesprungen waren, wie der Befehl eindeutig nachweist, sowohl deutsche als auch feindliche Flieger herauszufischen. Wie sahen diese Flugzeuge aus? Die Flugzeuge waren, soweit mir noch erinnerlich, zunächst besonders gekennzeichnet mit dem Roten Kreuz. Waren sie bewaffnet? Zunächst nicht. Wie wurden diese Flugzeuge von englischer Seite behandelt? Es gab einige Fälle, wo sie unbelästigt blieben. Aber es gab eine ganze Reihe von Fällen, wo sie bei der Rettungsaktion abgeschossen wurden. Das zwang schließlich dazu, weil diese Fälle überhand nahmen, dass ich sagte, es ist dann zweckmäßiger, auf die Kennzeichnung des Roten Kreuzes zu verzichten, die Flugzeuge abwehr zu bewaffnen und dann den Versuch zu machen, so unsere Kameraden trotzdem aus dem Wasser zu holen. Haben Sie... Wir haben außerordentliche Verluste in diesen Seenotstaffeln gehabt. Haben Sie im Kanal auch Rettungsbojen verankern lassen zur Aufnahme abgeschossener Flieger? Es wurden eine ganze Reihe von Rettungsbojen verankert, an welche sich abgeschossene Flieger durch lange Seile, die daran befestigt waren, anklammern konnten, beziehungsweise enthielten die Bojen auch Getränke und Lebensmittel und Ähnliches, auch Schwimmwesten und Rettungsgürtel. Daneben waren vergrößerte, möchte ich sagen, Rettungsbojen. Es waren dies kleine schwimmende Flöße,
auf welche sich der Flieger aufziehen konnte, und dort fand er ebenfalls Decken, Getränk, Verbandzeug und Ähnliches. Wie wurden diese Rettungsbojen von englischer Seite behandelt? Verschiedentlich, wenige blieben, andere wurden vernichtet. Dr. Exner für Generaloberst Theodor. Herr Zeuge, wissen Sie, dass im Jahr 42 zu einem schweren Konflikt zwischen dem Führer und dem Generaloberst Jodl kam? Ja. Wissen Sie, dass damals Jodl sogar abgelöst werden sollte? Der Konflikt entstand aus der Kaukasuskrise. Der Führer machte dem General Jodl Vorwürfe, dass nicht mit konzentrierten Kräften in Richtung Tuapse durchgestoßen wurde, sondern Hochgebirgsbataillone in den Flankentälern über die hohen Gebirgspässe des Elbrus vorgingen, was der Führer für sinnlos hielt. General Jodl damals bewies ihm, soweit mir erinnerlich, dass dieses mit ihm aber besprochen gewesen sei und von ihm genehmigt worden wäre. Der Führer griff sehr scharf den Armeeoberbefehlshaber, der dort führte, an. Jodl deckte ihn aufgrund dieser Nachweise, und so kam es zu einer außerordentlich scharfen Spannung. Der Führer äußerte mir gegenüber, dass er Jodl ablösen wollte. Die Spannung war so stark, dass von diesem Augenblick und durch diese Spannung, soweit mir erinnerlich, der Führer sich aus dem gemeinsamen Casino seines Führungsstabes und Oberkommandos zurückzog und von dem Moment ab auch bei den Mahlzeiten allein für sich blieb. Und zweitens, dass er auch eine ganze Zeit lang, über mehrere Monate, den Herrn verweigerte, die Hand zu geben. Das als Kleinigkeit nebenbei für die große Spannung, die damals entstand. Als Nachfolger Jodls war bereits Herr Paulus ausersehen worden, zu dem der Führer besonderes Vertrauen hatte. Warum es dann schließlich nicht zu dem Wechsel kam, weiß ich nicht genau. Ich nehme an, dass auch hier wieder trotz aller Spannungen beim Führer immer entschied, dass er sich außerordentlich schwer an neue Gesichter gewöhnte und aus seiner näheren Umgebung, in seiner näheren Umgebung einen Wechsel vornehmen wollte. Lieber arbeitete er weiter mit Männern zusammen, die er nicht mochte, wenn sie in seiner direkten Umgebung waren, wie sie zu wechseln. Im Laufe der Jahre stieg dann selbstverständlich sein Zutrauen zu dem taktischen Können von Jodl wieder erheblich, und zu diesem taktischen Können hatte er zum Schluss volles Vertrauen. Menschlich waren die Beziehungen beider Herren nie besonders eng gewesen. Sie wissen, Herr Zeuge, dass im Jahr 1945 erwogen wurde, die Genfer Konvention zu kündigen. Wissen Sie, wie Jodl sich damals dazu stellte? Es mag im Februar 45 gewesen sein, als der Minister Goebbels dem Führer diesen Vorschlag machte. Dieser Vorschlag wurde einhellig von uns allen mit lebhaftem Widerspruch beim Führer entgegnet. Trotzdem war der Führer tagelang
immer wieder geneigt und kam immer wieder darauf zurück, sie zu kündigen. Und zwar war die Begründung eigenartigerweise die, dass im Westen zu viel und Überläufer waren und sich die Truppen zu leicht ergeben würden. Der Führer war nun der Meinung, dass wenn die Truppen wüssten, dass ihnen in der Gefangenschaft die Genfer Konvention nicht zur Verfügung stände, sie härter kämpfen würden und nicht auf die sehr umfangreiche Feindpropaganda, wie gut sie es haben sollten, wenn sie den Kampf einstellten, eingehen würden. Es gelang den vereinten Bemühungen, an denen Jodl selbstverständlich ebenso teilnahm, den Führer davon abzuhalten, und zwar mit der Begründung, dass dieses im deutschen Volk eine große Erregung bringen würde und Sorge um die in der Kriegsgefangenschaft befindlichen Angehörigen. Und noch eine Frage. Vor dem Norwegenfeldzug hat Jodl einmal in sein Tagebuch eingetragen, es ist schon hier gelegentlich zur Sprache gekommen, der Führer sucht noch nach einer Begründung. Die Übersetzung hieß gelegentlich hier nach einer Ausrede, das ist aber unrichtig, im Original steht nach einer Begründung. Nun, inwiefern suchte denn der Führer damals nach einer Begründung? An diesen Punkt erinnere ich mich ebenfalls sehr genau. Und deshalb kann ich unter Eid sagen, dass eine Gleichstellung des Begriffes Begründung gleich Ausrede hier überhaupt nicht angebracht ist. Der Fall war folgender. Der Führer wusste genau, und wir mit ihm, und hatten ziemlich umfangreiche Nachrichten und begründet sichere Nachrichten, dass Norwegen von Seiten der Alliierten, England und Frankreich, besetzt werden sollte. Ich führte das neulich schon aus. Zur Abwehr dieses wollte er vorher handeln. Und nun sprach er darüber, dass die Begründung des englisch-französischen Angriffes für uns klar wäre, aber die Beweiskraft nach außen nicht. Und er suche noch nach Unterlagen. Jodl hätte besser geschrieben, nicht der Führer sucht noch nach Begründung, sondern er hätte dem Führer Meinung entsprechend schreiben müssen, Führer sucht noch nach den Unterlagen, Beweisunterlagen, während wir an sich sie hatten, aber für die Beweiskraft nach außen. Das war das eine. Das zweite war, dass im Allgemeinen für solche Schritte das Auswärtige Amt die notwendigen vorbereitenden Arbeiten, Noten entwerfen, durchzuführen hatte. In diesem Fall Norwegen hatte nun der Führer das Auswärtige Amt nicht eingeschaltet. Ich glaube erst 24 oder 48 Stunden vorher. Er wollte es zu dieser Zeit überhaupt nicht einschalten, weil er diesen ganzen Plan für außerordentlich geheim hielt. Ich erinnere daran, dass selbst ich als Oberbefehlshaber der Luftwaffe verspätet eingeschaltet wurde. Und das war der zweite Grund, dass er nun selbst sich damit befasste, eine Begründung für den Tag des Angriffs herauszugeben. Das waren die beiden Momente. Ich möchte noch einmal sagen, dass besser
hineingeschrieben, klarer ausgedrückt worden wäre, wenn man gesagt hätte, der Führer sucht nach den Unterlagen und nicht nach der Begründung. Wenn ich recht verstehe, meinen Sie nach den Unterlagen für die Überzeugung, dass die Engländer die Absicht haben, unmittelbar Norwegen zu besetzen. Wir hatten die Meldungen. Ja. Aber das letzte schriftliche Beweisstück haben wir erst später bekommen. Also der Führer zweifelte nicht daran? Keinen Augenblick, es zweifelte niemand von uns daran. Danke. Wir haben später die Beweisstücke bekommen. Kubuschok für Papen. Ist es richtig, dass Hitler Sie ermächtigt hatte, alle Verhandlungen zu führen, betreffs Bildung einer Regierung Hitler, wie sie dann am 30.01.1933 zustande gekommen ist, und zwar, dass Sie allein hierfür beauftragt worden sind? Das ist richtig, ich habe es neulich ausgeführt. Ist es richtig, dass im Januar 1933 Sie zum ersten Male mit Herrn von Papen über eine Regierungsbildung gesprochen haben? Ich habe zum ersten Mal mit Papen am Sonntag vor der Regierung, oder besser gesagt, Sonntag vor 8 Tagen vor der Regierungsbildung gesprochen im Hause Ribbentrop. Wenn also Papen zwischen dem 4.1., dem Tag der Zusammenkunft mit Hitler bei Baron Schröder, bis zum 22.1. Verhandlungen über eine Regierungsbildung geführt hätte, so hätte er sie über Sie führen müssen und Sie müssten es wissen. Das ist richtig, da der Führer in dieser Zeit in München weilte und ich in Berlin die einzige Autorität für diese Regierungsbildung war. Zudem trat Anfang Januar noch durchaus nicht erkenntlich hervor, dass in absehbarer Zeit eine Regierung von uns in diesem Sinne hätte gebildet werden müssen. Es schwebten da andere Verhandlungen, die mit Herrn von Papen nichts zu tun hatten. War die Bildung einer neuen Regierung damals für Hindenburg Mitte Januar deswegen unvermeidlich geworden, weil Schleicher keinerlei parlamentarischen Rückhalt hatte und damals seine Bemühungen endgültig scheiterten durch Spaltung der NSDAP, Verhandlungen mit Gregor Strasser, einen parlamentarischen Rückhalt zu erhalten? Ich glaube, das auch im großen Zügen schon ausgeführt zu haben, dass Schleicher keine parlamentarische Mehrheit bekam und bei seinem Spaltungsversuch dadurch scheiterte, dass von Seiten des Führers Strasser raschestens ausgeschlossen wurde und keine Gefolgschaft hinter sich an Abgeordneten de facto besaß. Nach Scheiterung dieser Möglichkeit, eine Mehrheit zu bekommen, musste Schleicher regieren ohne das Parlament, und das konnte er nur mit außerordentlichen Vollmachten von Hindenburg. Nachdem er ihm vorher gesagt hatte, dass er imstande sein würde, eine Mehrheit zu bekommen, und dieselben Vollmachten, die das vorhergehende Kabinett Papen für sich forderte, für unnötig hielt, nun für sich beanspruchte, lehnte dies der Reichspräsident ab und entschloss sich nunmehr, das zu tun, was ich neulich ausführte. Ist es zutreffend, dass Herr von Papen das Ministerpräsidium in Preußen am 20. April 1933 an Sie abgetreten hat, weil durch die Wahlen zum Preußischen Landtag vom März 1933 die NSDAP eine absolute Majorität zum Preußischen Landtag die NSDAP eine absolute Mehrheit
in Preußen erlangt hatte und daher der Landtag beabsichtigte, Sie, Herr Zeuge, zum Ministerpräsidenten zu wählen. Ganz so trifft es nicht zu, denn der preußische Landtag hatte keinen Ministerpräsidenten zu wählen zu dieser Zeit. Aber die Tatsache, dass im preußischen Landtag die NSDAP die absolute Mehrheit hatte, bewog Herrn von Papen in Zusammenhang mit meinen Besprechungen und Wünschen von sich aus an den Führer heranzutreten, dass er einverstanden wäre, das preußische Ministerpräsidium an mich abzugeben. Eine letzte Frage. Sie sprachen gestern davon, dass Sie als oberster Gerichtsherr der Luftwaffe viele Begnadigungen vorgenommen hätten für Personen, die in Belgien und Frankreich wegen ihrer Widerstandshaltung verurteilt worden waren. Ist es richtig, dass Herr von Papen verschiedentlich Wünsche von Angehörigen derartiger Verurteilte an Sie herangetragen hat, dass er diese Wünsche damit begründete, dass er zum Ziele einer späteren Solidarität der Völker es nicht haben wolle, dass durch die Urteile, wenn sie vielleicht auch militärisch begründet seien, eine unversöhnliche Haltung eintrete und dass sie diesen Wünschen des Herrn von Papen Rechnung getragen hat? Ich erinnere mich lediglich, dass ich einige Male, ein Fall ist mir besonders in Erinnerung, weil es einen bekannteren Namen behandelte, von Herrn von Papen eine Bitte bekam, ob der Betreffende nicht begnadigt werden könnte. Es handelte sich hierbei um solche Leute, die verurteilt worden waren, weil sie feindlichen Fliegern zur Flucht weitergeholfen hatten. Ich habe in diesen Fällen den Wunsch Herrn von Papens weitgehend respektiert. Die Gründe sind mir nicht mehr so geläufig. Rechtsanwalt Dr. Ballas in Vertretung von Dr. Steinbauer für den Angeklagten Seyß-Inquart. Ich bitte das Gericht, mir einige Fragen an den Zeugen Göring zu gestatten. Es handelt sich um die bekannten Telefongespräche, die am 11. März 1938 zwischen Berlin und Wien geführt worden sind. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass Dr. Seyß-Inquart, als er im Juni 1937 zum österreichischen Staatsrat ernannt worden war, Sie in Berlin in Begleitung von Staatssekretär Kepler besucht hat? Auf das Datum besinne ich mich nicht, auf den Besuch ja. Hat Dr. Seyß-Inquart damals die Idee geäußert, die österreichischen Nationalsozialisten sollten von der Reichspartei völlig unabhängig gemacht werden? Wünsche in dieser Richtung sind von ihm besprochen worden, weil er eine möglichst reibungslose Arbeit für sich im Kabinett haben wollte und die wohl daraus ersah. Er hat damals weiter geäußert, und ich möchte Sie bitten, zu antworten, ob das richtig ist. Dafür sollten die österreichischen Nationalsozialisten in Österreich die Betätigungserlaubnis erhalten und das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland im Rahmen eines selbstständigen Österreich möglichst eng gestaltet werden. Über die Parteiseite erinnere ich mich nicht mehr so genau, was besprochen wurde. Die These, Österreich selbstständig in Zusammenhang mit Deutschland zu halten, ist von Seyß-Inquart wiederholt vertreten worden.
Und, ich habe das neulich ja geschildert, erschien mir persönlich nicht weitgehend genug. Gerade weil ich diese Einstellung Seyß Inquart kannte, muss ich offen sagen, misstraute ich etwas in den Tagen des 11.12. seiner Haltung und habe deshalb an jenem Spätnachmittag, wo diese Telefongespräche stattfanden, Kepler nach Wien geschickt, damit in dieser Richtung bezüglich des Anschlusses die Dinge richtig laufen. Ich hätte lieber einen anderen geschickt, weil mir auch Herr Kepler zu weich war, aber der Führer wünschte in diesem Fall, wenn, dann Kepler. Ist es richtig, dass Herr Dr. Seyß Inquart unter anderem seinen Standpunkt damit begründet hat, dass er auf den Vorteil verwies, wenn die deutschen Interessen von zwei Staaten vertreten würden? Das ist absolut richtig, dass er das gesagt hat. Ich antwortete ihm, dass ich total anderer Ansicht sei. Es wäre mir lieber, der deutsche Standpunkt würde von einer Seite umso energischer vertreten, wie von zwei, wo man nicht sicher wäre, ob der andere sie genauso vertritt. Haben Sie mit Dr. Seyß Inquart am 11. März 1938 oder die Tage vorher eine andere telefonische oder sonstige Verbindung? Ich erinnere mich nur... Will you repeat your question? Ich bin noch nicht zu Ende. Die Frage ist noch nicht zu Ende. Haben Sie mit Dr. Seyß Inquart am 11. März 1938 und die Tage vorher eine andere telefonische oder sonstige Verbindung als die bekannten Telefongespräche vom 11. März nachmittags gehabt? Soweit ich mich erinnere, aber ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, habe ich, glaube, nach dem Sonntag vorher, also diese Telefongespräche waren am 11., das war ein Freitag, habe ich am Montag oder Dienstag vorher ihn selbst oder einen seiner Leute nach dem Eindruck gefragt, den die Ereignisse in Graz und Steiermark genommen hätten. Das ist mir vage in Erinnerung, aber ich kann es nicht unter Eid behaupten. Aus der von der Anklage vorgelegten Urkunde PS 2949, in der die Telefongespräche zwischen Berlin und Wien an dem kritischen 11. März 1938 enthalten sind, ergibt sich, dass erst in dem Gespräch zwischen Dr. Dietrich und dem Staatssekretär Kepler, der damals in ihrem Auftrage in Wien war, und das um 21.54 Uhr abends geführt wurde an jenem Tage, das Einverständnis von Dr. Seyß Inquart mit dem Telegramm, das Sie kurze Zeit vorher diktiert hatten, von Kepler mitgeteilt worden ist. War zu dieser Zeit der Einmarschbefehl schon gegeben? Ich habe das neulich ausgeführt. Der Einmarschbefehl war gegeben und hatte mit dem Telegramm an sich nichts zu tun. Es war auch gleichgültig letztlich, ob er einverstanden war oder nicht. Die Verantwortung für den Einmarsch trug der Führer und ich. Dann ist es also richtig, dass der Einmarscher ohne das Telegramm erfolgt wäre? Na, selbstverständlich. Welchen Zweck hatte dann dieses Telegramm? Etwa außenpolitisch Hintergrund zu schaffen? Das habe ich in aller Ausführlichkeit hier ausgeführt. Erinnern Sie sich, Herr Zeuge, dass in der Nacht vom 11. auf den 12. März Staatssekretär Kepler im Namen von Dr. Seyß Inquart in Berlin mit der Bitte angerufen hat, den Einmarsch nicht durchzuführen? An dieses
Telegramm erinnere ich mich mit aller Deutlichkeit. Denn ich war außerordentlich wütend, dass ein solch dummes Telegramm, nachdem alles klar war, die Nachtruhe des Führers, der sehr angestrengt war und den nächsten Tag nach Österreich gehen sollte, gestört hat und ich deshalb den Adjutanten des Führers außerordentliche Vorwürfe machte und sie darauf hinwies, dass sie solch ein Telegramm hätten an mich weiterleiten müssen. Aus diesem Umstand erinnere ich mich genau an dieses Telegramm und auch an seine völlige Zwecklosigkeit. Mit dem Ergebnis, dass der Führer, wenn ich Sie recht verstanden habe, diesen Vorschlag rundweg abgelehnt hat. Er konnte ihn gar nicht mehr ablehnen, da die ganze Truppeneinmarsch ja bereits rollte. Man kann so etwas nicht abstoppen auf eine Stunde. Rollt einmal ein Truppenaufmarsch ab, so braucht man Tage, bis man ihn abstoppen kann. Wir hätten höchstens den Einmarsch an einer bestimmten Grenze, erreichten Grenze, aufhalten können. Das lag aber ja, wie ich ausführte, gar nicht in unserem Interesse. Von diesem Augenblick hielt ja auch nicht Herr Seyß-Inquart das Schicksal Österreichs in Händen, sondern der Führer und mit ihm ich. Ich habe nur noch zwei Fragen in Bezug auf die Niederlande. Ist es richtig, dass neben dem Befehl des Führers, der am 18. Mai 1940 veröffentlicht wurde und Dr. Seyß-Inquart zum Reichskommissar der Niederlande ernannte, ein nicht veröffentlichter Befehl des Führers erlassen wurde, der Dr. Seyß-Inquart Ihnen direkt unterstellte? Von diesem geheimen Befehl weiß ich nichts. Ich weiß auch nicht... You kindly put your questions more slowly. You've seen the light going up. Ich habe nicht verstanden. Hatte der Vierjahresplan in den Niederlanden eine eigene und selbstständige Dienststelle? Ich habe die erste Frage noch nicht beantwortet. Ich habe es so verstanden, dass Sie diese Frage noch mal stellen sollten, weil sie nicht durchgekommen war. Ich habe das Gericht so verstanden. Ihnen jetzt die Antwort. Von diesem Geheimbefehl weiß ich nichts. Er wäre auch unsinnig gewesen. Denn ein Reichskommissar in den besetzten Gebieten konnte mir nicht gesondert unterstellt werden. Wenn es sich aber um die Unterstellung in der Richtung handelt, auf wirtschaftlichem Gebiet, dann war es selbstverständlich, dass der Reichskommissar wie alle anderen obersten Reichsstellungen meinen Befehlen und Weisungen auf diesem Gebiet selbstverständlich unterstand. Zu Ihrer zweiten Frage kann ich sagen, im Einzelnen weiß ich heute nicht, ob in besetzten Gebieten, also auch in den Niederlanden, da und dort ein unmittelbarer Vertreter des Vierjahresplanes war, oder ob ich mich des Militärbefehlshabers oder der wirtschaftlichen Dienststellen des betreffenden Reichskommissars bediente. Soweit mir jetzt ohne Unterlagen erinnerlich ist, war aber in den Niederlanden die Situation so, dass der dortige Wirtschaftsberater oder Beauftragte des Reichskommissars Fischböck gleichzeitig, wie das ja logisch war, die wirtschaftlichen Anordnungen des Vierjahresplans durchführte. Der Reichskommissar wäre ja niemals in der Lage gewesen, bei direkten Befehlen von mir sie nicht auszuführen. Er konnte dann nur bei mir dagegen vorstellig werden.
und äußerstenfalls dann noch beim Führer. Aber an sich hatte das keine aufschiebende Wirkung. Ich habe keine Frage mehr. The Tribune will adjourn.